Im Vergleich zu dem, was im Weißen Haus geschah, war das auf der Straße eine Party. Nicht Black Arrow, sondern Reeds Leute waren darin. Sie durchkämmten Raum für Raum. Reed hatte einen Großteil der Sicherheitssysteme von Third Echelon ausschalten lassen. Der EMP-Impuls erledigte den Rest. Der Präsidentin blieb nur der Secret Service. Der genügte nicht. Sam kämpfte sich durchs Weiße Haus vor, während die Leute, die er ausgebildet hatte, versuchten, ihn umzulegen. Grimm, naja, sie übernahm den schwierigeren Teil. Zum Team, das das Zielobjekt erledigt. Was? Hier ist irgendwas. Ich sehe mir das an. Sam, uns bietet sich hier eine Gelegenheit. Reed hat Vizepräsident Sandwich seine Wache in den Ballsaal geschickt. Er wartet dort darauf, als nächster Präsident vorgestellt zu werden. Das liegt auf meinem Weg zum Westflügel. Geh dorthin. Triff mich danach im Presseraum. Dann überlegen wir uns, was wir mit Reed machen. Das sollte gehen. Zurzeit keine Ziele. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Verdammt! Was hat Reed sich nur dabei gedacht? Was wäre gewinnt? Das ist doch... Ströte Dinge. Sie können mir nichts anhaben, Megiddo! Tag und Scheiße von meinen Schuhen gekratzt, die schlauer war als Sie. Sie sind still. Gut. Sie kapieren es einfach nicht, was? Sie können mir nichts anhaben. Ich werde geschützt. Sie können mir nichts anhaben. Was immer Sie abgehaltete Karikatur eines Spions auch vorhaben, vergessen Sie es. Ich werde geschützt. Ich bin unantastbar. Ach, wirklich? Sie haben mich angeschossen! Ah! Ich glaube, das Unantastbar können Sie getrost streichen. Tut das weh? Oh, mieses Schwein! Ich hab den Vizepräsidenten, das hat Priorität! Gegner gesichtet, schaltet ihn aus! Sichert das Paket, los! Scheiße! Scheiße! Aber Anzeichen für Faltaktivitäten in diesem Abschnitt, findet ihn! Verstärkung ist auf dem Weg! Gegner ist in der Nähe! Thank you.
Als Grimm Sam erreichte, waren Reeds Männer bereits dabei, die Tür vom Oval Office einzutreten. Sie war dort und musste mit ansehen, wie die Sicherheitsbeamten der Präsidentin reihenweise ausgeschaltet wurden. Geplant war, dass Sam sich mit Grimm im Presseraum treffen würde. Dort wollten sie dann ihre weitere Vorgehensweise besprechen. Natürlich hatte Grimm sich bereits einen Plan zurechtgelegt. Sie hatte Sam nichts davon erzählt, was nicht weiter verwunderlich war. Manche Dinge ändern sich einfach nie. Ganz nah. Nicht nah genug. Reed klopft bereits an die Türen des Oval Office. Falls das noch zählt, Sam. Tut mir leid, was geschehen ist. Ich dachte, wir hätten keine Zeit. Stimmt. Wir müssen in Reeds Nähe kommen und es so geschickt anstellen, dass er die Präsidentin nicht sofort ausknipst. Irgendwelche Vorschläge? Einen. Aber der tut weh. Tu einfach, was du tun musst. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Tom? Ich habe Fischer und komme rein. Mach nichts Überstürztes. Bin gleich bei dir. Sorry, Sam. Du gehst ins Oval Office. Da musst du schon ein ganz klein wenig auf dein Äußeres achten. Die Hände. Bequem. Ach, Mist! Hoch mit dir. Du hast einen Termin bei der Präsidentin.
all die Jahre hast du mich angelogen. Es war für einen guten Zweck, Sam. Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Hab dich wohl nie richtig gekannt. Nein, und das bleibt wohl auch so. Hab mich schon gefragt, wann du kommen würdest. Gut gemacht, Anna. Wie ich sehe, hast du dich für die Sache am Flugplatz revanchieren können. Unser Freund hat sich ein klein wenig gewehrt. Natürlich hat er das. Und jetzt ist er hier, der berühmte Sam Fisher. Wie fühlt man sich, Sam? Wenn man weiß, dass man als der Mann in die Geschichte eingehen wird, der Präsidentin Caldwell getötet hat. Leck mich, Reed. Wir kommen natürlich ein paar Sekunden zu spät, um sie zu retten. Aber gerade noch rechtzeitig, um dich auf der Flucht zu erschießen. Ein Klassiker. Sie glauben doch nicht, dass Sie damit durchkommen. Auf den Bildern der Überwachungskameras wird man... Ihre Kameras steuern wir. Die Sicherheitssysteme wurden von uns gegrillt. Wir sind Third Echelon. Wir kontrollieren jede Information, die diese Stadt durchläuft. Und wenn ich Spaß daran hätte, könnte ich es so aussehen lassen, als wären Sie von zwei Zirkusclowns und einem Golden Retriever umgebracht worden. Seien Sie also still! Ihr seid nicht Third Echelon. Vielleicht nicht das von Lambert. Aber soweit ich weiß, fühlt er sich gerade nicht so gut. Third Echelon wäre beinahe mit ihm untergegangen. Tom. Die Präsidentin wollte unsere Finanzierung auf Null zurückschrauben und den Laden dicht machen. Damit wäre Amerika hilflos den Gefahren ausgeliefert gewesen, vor denen du es all die Jahre... Alles okay mit ihm? Ja, mir geht's gut. Du Danke. Verdammter. Das war ganz schön knapp. Du hast etwa 2 Minuten, bis die Army das Weiße Haus eingenommen hat. Nutze sie. Wie hat Megiddo dich rumgekriegt? Megiddo interessiert dich doch gar nicht. Dich interessiert deine Tochter. Pack's nicht, meine Tochter in den Dreck zu ziehen! Du verstehst es einfach nicht. Sarah war unwichtig. Ihr wurde gedroht, um an dich ranzukommen. Über dich hatten sie Zugriff auf Third Echelon. Über Third Echelon Zugriff aufs Weiße Haus. Sie konnten sich holen, was sie wollten. Du bist der Maulwurf. Deinetwegen hat Lambert sich Sorgen gemacht. Sehr gut, Sam. Endlich kapierst du's. Du mieses Schwein! Hast mich 3 Jahre meines Lebens gekostet. 3 Jahre, in denen ich dachte, meine Tochter sei tot. Los, los, los! Waffen fallen lassen, auf den Boden, sofort! Captain, danke für meine Rettung. Allerdings sehe ich hier außer Ihnen und Ihren Männern niemanden. Sie etwa? Nein, Ma'am. Bringen wir sie hier raus. Danke. Oval Office gesichert. Wir haben die Präsidentin. Präsidentin ist in Sicherheit. Seit er weg ist, habe ich noch einmal mit Sam gesprochen. Er sagte, dass er und Sarah sich eine Auszeit nehmen würden, um die verlorene Zeit nachzuholen. Er sprach von wertvollen Menschen, davon, wie wichtig es sei, zu ihnen zu stehen. Er sprach von Familie. Und wisst ihr, was das Letzte war, das er zu mir sagte, bevor er aufgelegt hat? Vic, sagte er, danke für alles. Ich liebe dich wie einen Bruder. Ein Bruder gehört zur Familie, oder? Dachte ich mir.